es stimmt, es war immer ein Rezept, es war auch eine bestimmte Mischung und die wollen wir an diesem Abend auch natürlich erläutern, wie in der Pop-Akademie. Man lernt also auch was. Deshalb möchte ich ein bisschen einsteigen. Zum Beispiel gab es immer denjenigen, den ich als Typ A bezeichnen würde. Das ist der, um den wurde ganze Gruppen gebaut. Das war der mit dem größten Lächeln, der Sonnenschein der Gruppe, mit den goldenen Stimmbändern. Das ist Brian Littrell bei Backstreet Boys, das ist auch Gary Barlow bei Take That. Das war oft der Leadsänger, der auch selber komponierte. Und mit diesem Typ A, den möchte ich Ihnen jetzt als Ersten präsentieren aus unserer Show. Und deshalb bitte ich jetzt um einen großen, du bist unser Sonnenschein heute Nachmittag in München, Applaus für John. Bitteschön. Hi everybody, how you doing? Hi John. Hey. Hey, John, ich mache mal ein richtiges Pop-Interview aus den 80ern. What are your hobbies? I love singing and dancing and everything fun. Das ist die korrekte Antwort. Vielen Dank. Du darfst dich schon setzen. Sehr gut. Typ B war eine wilde Mischung von all dem, was Mädchen so mögen. Auf der einen Seite war es fast mehr der Brudertyp als der Lover, also mit dem treuesten Blick des Lieblingshundes. Auf der anderen Seite war es der mit der fast besten Muskulatur, der am meisten tanzte, der zum Frühstück schon auf der Hand stand. Das war dann Howard bei Take That zum Beispiel. Ich sage immer, der Blick des Lieblingsdackels und der Hintern einer römischen Statue, Typ B. Und den begrüßen wir jetzt auch hier bei uns. Das ist Rick. Herzlich willkommen. How are we doing, Munich? Woo! Woo! Ah. Ist es Sport oder ist es Kokain? Hi, Rick. What do you like to do best in life? Well, I love to do anything that makes me sweat. That ist wieder die korrekte Antwort. Bitte schön, setz dich hin. Das ist unser Rick. Bei Typ 3, da gingen die Meinungen sogar bei den Fans manchmal ein bisschen auseinander, weil das war einfach das Sweetheart der Gruppe. Das war der niedlichste, der fast selber wie ein Mädchen aussah. Das war natürlich Nick Carter bei Backstreet Boys, das war Mark Owen bei Take That. Die einen Mädchen fanden, das war super, den anderen war das zu viel Mädchen. Aber wir begrüßen natürlich unser Sweetheart der Truppe mit einem großen, es ist mir egal, ob du überhaupt mit Mädchen schläfst, ich möchte mit dir Ostereier bemalen, Applaus. Hier kommt Sascha, herzlich willkommen. Hey. Sascha, your fans are already there. What is your aim in life, Sascha? To be fabulous. Das ist wieder die korrekte Antwort. Have a seat. Dankeschön, Sascha. So, jetzt kommen wir zu Typ D, meine Damen und Herren. Und D ist natürlich Danger. D ist Drogen. D ist Drama. Das war nun der Junge, wo die Eltern wirklich nicht wollten, dass die Mädchen mit dem ausgehen. Das ist natürlich Robbie Williams bei Take That. Das ist AJ bei Backstreet Boys. Das war wirklich gefährlich. Da wusste man, der hat Groupies. Und nicht nur eins pro Konzert, das war quasi das Kokain in der Mineralwassertournee der Boybands. Und auch ihn haben wir natürlich hier. Begrüßen Sie mit einem besänftigenden Applaus, bitte, Bad Boy Lucian. Herzlich willkommen. Hello. Hi Lucian. Okay. So, das ist das. Und dann gab es noch den fünften. Und das ist so ein bisschen das Mysterium. Sie wissen ja, die großen erfolgreichen Gruppen hatten alle 5 Mitglieder. Und den fünften, den hat man oft vergessen. Da weiß man gar nicht mehr, wer das heißt. Das ist so der Jason der Gruppe. Und das ist bei uns in der Show ein bisschen der unbesungene Held. Dem wollen wir ein Denkmal setzen. Wir wollen ihn loben. Und deshalb bitte ich Sie jetzt um einen großen, ich weiß gar nicht, wie du heißt, aber ich habe dich trotzdem lieb, Applaus für den fünften. Bitteschön. What's up, guys? Hey, Thomas. Hallo. Thanks for having me. What is the most important thing for you? Do you know, I'm just happy to be here. Ich bin der Fünfte. You are der Fünfte. Das ist völlig korrekt. Please have a seat. Sure. Good. So, no, where is it? Who are you? Is that your one? Nein, das ist für mich. Das ist meiner. Das ist mein. Okay, sorry. Why does this always happen? Is he sitting with us? We're doing 5 this time? It's really? 5. It's just 5. We're doing 5. We're doing 5. It's 5. It's just so awkward. It's somebody. Well, sorry, we forgot about it. So,
da ist er alles zusammen. Lustig. Yeah. So, jetzt haben wir alle fünf auf der Bühne.